Wie, was, wie? Mr. Kummerfuchs, du weißt schon ja mehr als wir hier irgendwie. Was wie? Passiert jetzt hier schlimm mit? Warum schreibt sie viel Spaß? Ist nur ein klein. Ist average. Der Vater. Alles ist average, ne? Was heißt average? Durchschnitt. Ist durchschnittlich. Ist nicht zu groß, ist nicht zu klein, ist ein Durchschnitt. Die Form des Kopfes, ja. Hm? Genau. So, was haben wir denn da? Weiß ich nicht. Das sieht. Huch! Da war ich ein bisschen trigger-happy schon. Also, bisschen nervösen Zeigefinger oder was? Ja, heute ist. Da bin ich abgerutscht. Oh nein. Mr. Kuma schreibt kein Spoiler. Wie geil. Och man. Yay. Was seid ihr? Was bist du? Ist das ein Anzug? Kann ich ihn anziehen? Das sieht aus, ne? So wie ein Anzug. Kann ich da hin? So quasi der Iron Man von diesem Kotzeplaneten hier. Irgendwie. Ja! Bin ich dadurch unverwundbar? Da sind sogar welche drin. Da sind sogar welche drin, siehst du das? Ach so, Fleisch. Hier! Also unten siehst du ja die Wunde. Ja, stimmt. Ja, die, aber so werden wir ja nicht enden. Warum sind die so groß? Die sind so groß im Gegensatz zu uns. Alter, sind die da? Guck dir das mal an, Alter. Die Haut ist ein bisschen gestretched. Die Schädel rein da irgendwie. Das sieht aus wie bei Diablo 4 hier. Diablo 4? Was? Guck dir das mal an. Das ist alles... Ist, ja. Flash for Fantasy. Oh Gott. Aber ich komme da nicht hin. Warte mal, kann ich Anna? Warte mal, hier komme ich, da bin ich nach oben. Schau dir mal kurz das Fresko an hinter dir. Die Wand. Die hier. Okay, also wir sehen hier in der Mitte, sehen wir auf jeden Fall Vereinigung. Nennen wir vorsichtig mal Vereinigung irgendwie. Denn links daneben sagt ja. Uns das irgendwas. Unten haben wir Kinder quasi, also Föten. Hier sieht es aus, als ob sie uns das Herz rausreißt und sagt, wir sollen still sein. Naja, oder vielleicht steht es halt für den Parasiten. Ja, die haben so auf jeden Fall Spaß. Genau, und auf der anderen Seite hast du das nur als Frau, ne? Ach links so. Ist es quasi Mann, also männlich und rechts ist es halt weiblich. Verstehe. Also es ist quasi, es ist wie Malle, nur auf dem außerirdischen Planeten hier quasi. Eimer saufen. Ich glaube nicht, dass Eimer saufen hier so im Fokus steht. Oh, was haben wir denn da? Oh, das sieht mir noch, hallo, da sägt doch hier. Aber Cthulhu, 1A. Der alte Kopffüßler. Ja, aber das ja. Ist tatsächlich, das sieht tatsächlich wirklich wie dieser Parasit aus. So, hier können wir aber auch nichts machen, ne? Hier ist auch nothings möglich. Nichts ist. Aber hier vorne kann ich nur lang. Ich würde ja gerne, wie gesagt, hier mal lang gehen. Aber da komme ich noch nicht. Na, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Hebel oder irgendwas, den wir betätigen müssen. Ja, wir müssten nur darüber springen, über diese Balustrade da, keine Ahnung. Aber wir können nicht springen. Geht nicht. Nee. Nicht unsere Sportschuhe an heute. Aber hier können wir runter. Ziel hin. Lass uns mal gucken. Oh je. Oh nee. Wenn ich da schon wieder, ich sehe da irgendwie ein Wesen mit gewölbtem Bauch, viel Fleisch und eine Apparatur. Mir fällt mir schon nicht auf, was das hinausläuft jetzt hier. Wir gucken uns das mal an. Hallo? Ja, können aber noch nichts machen. Ich bin fast dankbar dafür. Was ist das denn? Wir drücken mal den Knopf. Nein, mach's nicht. Nee, wir ziehen's. Was ist das? Eine Granate? Sieht aus wie eine, keine Ahnung, wie ein Schlüssel oder wie eine Energieeinheit oder was. Ah, okay, wir müssen die anscheinend irgendwie voll machen mit irgendwas und dann wieder einsetzen. Ja. Na toll, Akku leer. So, warte mal, wo kommen wir denn hier hin? Hier kommen wir bestimmt nicht weiter. Was sind das für die Sänge? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Was ist der Hausherr? So, hier können wir auch nichts machen, ne? Hier ist kein Fahrstuhl, ist kein... Nee. Gut, dann haben wir noch den Weg. Aber starke Inszenierung irgendwie. Fällt mir jetzt gerade sehr gut. Wie fällt mir besser als dieses Fleischlevel? Schon diese Fremdartigkeit. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt? Weiß ich nicht, wir können... Ah, hier können wir aufladen.
It's a key. Wofür? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es wirklich ein Schlüssel ist. Als wenn wir jetzt, sag mal, eine Tor mit Strom versehen haben. Was ist denn das? Kann man uns hier, guck doch mal, Einzel... Oh, Ersatzteillager. Oh nein, Alter. Ja, also, ne? Brauchst du einen Arm? Einen Fuß? Also... Hier können wir was... Was ist denn das? Oh, hier müssen wir was einsetzen. Hier müssen wir irgendwie wahrscheinlich... Oh, nee. Müssen wir das da einsetzen? Okay, hier haben wir anscheinend... Oh Gott, da ist ja nur so ein Kopf drin. Warte, das müssen wir bestimmt hier... ins Bäuchlein geben? Ja. Okay, okay, okay. Fällt ihm nicht. Find er nicht gut. Oh, das ist war doch... der Falsche? Nee, glaube nicht, aber... Oh Gott, das ist einfach nur so eine Geburtenmaschine oder was, oder wie? Guck mal, oh, keine Arme, keine Beine, irgendwie kann ich weg. Der Kopf ist auch irgendwie auf 7:30. Also was ich gerade noch da gesehen habe, ist, es gibt hier Heilung. Die werden wir jetzt als erstes nochmal kurz machen, bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen. Ich habe nämlich nichts mehr an Heilung. Ja, nichts. Mr. Kuma schreibt gerade, hatte schon Scorn durch, deswegen finde ich es witzig zuzuschauen. 257 hat er drüber geschrieben. Ach, die Stelle. Das war der Butterfinger. Ist das so, den können wir jetzt auch noch mitnehmen. Gehabt, Alter. Aber wo können wir den jetzt einsetzen? Na, liegt da noch so ein Pinocchio rum? Okay, hier kann ich nichts machen. Ja, hier liegt noch einer. Nee, hier liegt noch. Kannst du noch 5 weitere nehmen? Kannst du den aus dem anderen wieder rausnehmen? Was ist passiert? Oh Gott, warte. Kann ich den erstmal hier wieder zurückpacken? Geht das? Ja, sieht so aus, ja. Ich hab sonst keine Waffe, kein Nichts. So, was haben wir hier? Munition! Oh, Munition, oh ja, 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 sehr geil. Aber Munition heißt auch Feinde. Wie bitte? Munition heißt auch Feinde. Egal. Hauptsache erstmal Munition. So, dann werden wir überall alles nachladen, was geht. Hier geht nichts mehr. Hier geht auf jeden Fall noch was. Sehr gut, dann können wir nochmal kurz. Richtig. So. Wie kriege ich jetzt, oder wie kriegen wir... Okay. Was? Warum? Bleibt er jetzt offen, wenn du runtergehst? Nee. Okay, also das heißt, wir müssen da irgendwas draufschieben oder draufstellen. Können wir eins dieser Embryos da draufstellen? Können wir probieren. Ich glaube aber wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Nee, ich kann es nicht abwerfen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas raufschieben. Okay. Ist jetzt die Frage, können, was? Genau, richtig. Na, können wir uns Ersatzteile nehmen hier? Ein Bein, einen Arm oder so und die dafür hinlegen? Nee. Stardo kann ich mit nichts weiter interagieren. Kannst du das Embryo aus ihm rausnehmen? Okay, Tür zu machen? Oh, das ist jetzt blöd, ihr sagt mal. Nee. Ja, es geht okay. Alles nicht. Also was ist denn, wenn wir jetzt... Warte mal, gab es noch einen weiteren Weg? Gibt es denn ein Schienensystem da unten irgendwie, dass man da irgendwas raufschieben kann irgendwie? Also, dass es ersichtlich ist, dass man was hinschieben muss, oder? Ja. Naja, ist nicht so wirklich ein Schienensystem, wa? Nee. Also quasi jetzt hier links? Hier ist ja auch nur... Nee. Das... So, dann hast du hier noch die Kreise. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt hier drauf irgendwas machen kannst. Ja, ich würde sagen, ja, ne? Aber ich komme halt nicht dahinter, also er wird halt nicht gelöst. Na, nicht hier wahrscheinlich. Also der Mechanismus wird woanders sein wahrscheinlich. So, dass du ihn quasi rausfährst aus dieser Klitsche und dann dahin fährst. Ja. Das ist nur die Frage, was? Weil wir hier können wir... Kannst du hier ein Embryo packen? Und damit den Akku füllen? Mit Lebensenergie?
Das ist eine gute Idee. Wo waren hier die Embryos da? Das ist eine sehr gute Idee. Weil Farbe stimmt ja schon mal. Ja, ja. Oh, got a bad feeling. Nein. Schade. Aber kann ich ihn einfach wieder runterschmeißen? Aber wir kommen jetzt hier auch nicht, also wir kommen auch nicht mehr zurück, ne? Also es sind jetzt die einzigen Räume, die wir jetzt hier betreten können, sind die, die wir jetzt hier die ganze Zeit offen haben. Das heißt, okay. Die Lösung muss hier irgendwo auf jeden Fall sein. So, weil hier haben wir jetzt nur das Heilungsding. Wo geht's denn hier noch lang? Daneben war Munition, ne? Links genau. Daneben? Also hier war Munition. Hä? Hier war Munition. Ja. Okay. So, hier, wenn wir raufdrücken, geht das Tor auf. Müssen wir hier irgendwie was abschießen? Irgendwas. Kannst du diese Dinger durchschießen da vorne? Diese Benriemen? Also deswegen gab es vielleicht Munition auch. Naja, ich nehme jetzt auch mal nicht die Shotgun, weil die ist mir ein bisschen zu. Nein. Also, sehr schön, Asra. Vielen Dank für den Cheap Scream. Kann hier aber auch wirklich gar nichts. Nichts. Kann ich hier mit dir irgendwas machen? Nee, auch nicht. So, das geht auch nicht runter. So, hier haben wir nämlich auch nochmal irgendwelche Embryos. Mhm. Mit euch kann ich auch nichts machen. Hier oben eine Lüftung. Kann ich mit euch irgendwas interagieren? Auch nicht. Muss ich auf dich schießen? Oh, ja. Und nimm mal jetzt raus den kleinen süßen Fratz. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Richtige war, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Aber ja, scheint so. Jetzt kannst du den. Oh, ist das. Muss ich den jetzt da vorne einsetzen, wo wir. Oh, wie die Augen nur nach oben kicken, Alter. Ja, dann leg das Ding mal, kannst du den jetzt ablegen auf dieser, nee, auf dem, auf diesem Board? Meinst du hier ja. Vorne? Ja. Nein. Kannst du nicht ablegen? Nein. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich den hier quasi hier drin ablegen kann. Oh ja, das ist auch eine Idee. Vorne. Ja, kann ich. Ja. Rinnen in den Safter. Och Gott. Ach komm, hör auf. Und kann man, muss das denn durchsichtig sein, das Glas? Ach, hör auf! Oh, Fudeibel, Alter, ey. Och, komm. So, schön. Tja, dann ist das Prinzip, glaube ich, klar, ne? Was wir jetzt machen müssen. Wer will das? Ich hab keinen verwollen, tut das keiner. Aber wir müssen, Benny, wir müssen. So, na denn. Okay. Hier wird's jetzt initiiert. Ja, ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert. Ach, das müssen wir jetzt nochmal machen, oder was? Ja, genau. Aber wir müssen den Behälter wieder mitnehmen. Ach, wir haben den schon mitgenommen. Okay, hat er schon eingepackt. Kirschsaft. Genau. Schön Smoothie. Ist das ekelhaft. Okay. Ah, wir sagen, es ist eine harte, gesottene Community hier. Oh Gott. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Wir brauchen wahrscheinlich zwei. Also, ich gehe mal davon aus, dass jetzt einer nicht reicht. Ja. Was uns aber immer noch vor das Problem führt, irgendwie, wie wir an den letzten Typen rankommen. Ja. Ne? Weil das haben wir immer noch nicht gelöst. Nee. Aber vielleicht, wenn wir den ersten entsaftet haben? Vielleicht. So betiteln möchte.
Aber es ist halt auch so, es ist halt auch so, warum muss man den denn erst da jetzt reinpacken? Damit er lebt, oder was? Oh, nee, scheiße. Der wird jetzt wach. Das ist gar nicht gut. Wie konnte der uns jetzt bitte... Oh, ach, er hat Roboterarme. Schön, er hat... Okay. Schön. Jetzt weiß ich auch, warum wir Heilung haben und Munition. Ja. Und dann... Okay. Ich glaube, sind's... Ja, wo ist der Schwachpunkt? Warte, der schmeißt mir irgendwas. Okay, ich muss nach hinten. Sind's die roten Punkte an der Seite, an den Rippen, oder? Ja, ich muss hinter ihnen kommen, irgendwie. Och, ey, Alter, macht er jetzt hier nicht The Grenade Launcher, oder was? Wir brauchen auch Ewigkeiten zum Ziel. Ja, da fährt er. Sauber, schönes Ding. Aber jedes Mal, wenn er schießt, ist er quasi in einem statischen Zustand. Nachlädt. Oh, das war zu nah. Alter. Ja, ich merk schon. Gib dir mal ein bisschen Heilung, Benny. Oh Gott. Oder gleich. Jetzt, wo rein. Sauber. Schöner Treffer gewesen. Schöner Treffer. Kannst natürlich auch probieren, irgendwie mit dem Revolver ähnlichen Waffen irgendwie ein bisschen von weiter weg zu schießen. Dann musst du nicht so genau an ihn ran, irgendwie. Am Darks, Alter. Die Frage ist halt, wie viel Schuss hat er mit den Granaten? 4, 6er. Jetzt geht's wieder los. Scheiße. Wahrscheinlich jede Seite zweimal treffen, ne? Gut, so schön heilen. Oh Gott, der war verwirrt. Ja, wäre natürlich cool, wenn du ihn genau auf diesen Podest legst. Oder wahrscheinlich wird die Sequenz so sein, dass er sich da hinschleppt und da umfällt, irgendwie. Oh. Alles gut. Hau rein, los jetzt. Sehr gut. Sehr gut, Benny. Mal schauen, ja, ob er sich jetzt... Ja, von wegen! Nee, warte. Vielleicht schleppt er sich jetzt einfach bloß dahin. Der wird bestimmt da gleich rauffallen. Oder auch nicht. Kannst du da hinschubsen? Geht das? So. Klack. Schön. Scheiße. So, aber irgendwie muss ich auch... warte. Oh, kann ich den mitnehmen? Oh, haben wir jetzt einen. Okay, okay, er ist nicht... Er ist noch wach. Kannst du... Hörst du... lass mich doch in Ruhe. Unser Baucharm ist bestimmt nicht amused darüber. Schöner Treffer. Schöner Treffer. Wunderbar. Oh Gott. Hinten ist er. Und da kommt's rausgeglibbert. Ja, hat er Joghurt im Rucksack? Sieht aus wie Munition. Kann ich jetzt doch die Waffe mitnehmen? Geht an? Also, ich würde es gut finden. Ich auch. Granaten. Also, ich hätte damit. So, wär super. Jawoll. Hallo, Granatwerfer. Ja, 4 Schuss, ja. Okay. Das sieht gut aus.
Ach. Okay. Wir gehen ihn erstmal entsaften. Ach, das ist auch so unnötig brutal irgendwie. Also, was denken sich die Entwickler denn dabei? Was ist denn... Oh. Und weggeschmissen den Rest. Okay. So, jetzt Nummer zwei. Die Frage ist, können wir den jetzt... Ach. Okay, der Papa sieht das wieder nicht begeistert. Was? Oh Gott. Okay. Wir heilen uns mal kurz. Einfach, weil wir es können. So, da muss wahrscheinlich der letzte Dings eingesetzt werden. Der, genau. Aber wie kommen wir jetzt da ran? Warte mal, muss ich mich hier reinstellen? Ah, und dann mit dem Granatwerfer hochschießen? Das sieht gut aus. Was auch immer da gerade rübergefallen ist. Ja. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf einen Smoothie, Alter. Voll Diamond, 257, Alter. Get. Warte mal. Kann ich? So ein schönes Himbeersorbet. Ich kann. Wollt ihr gerade nicht nachladen oder was? Ich kann die Waffe nicht mehr wechseln. Na, die ist jetzt quasi mit uns verschmolzen. Oh nee, ey, jetzt habe ich nur noch diesen Granatwerfer als Waffe. Finde ich jetzt nicht so schön. Na, besser als ein Taschenmesser. Müssen wir mal schauen, irgendwie. So. Geht nicht? Kann man nicht darin setzen? Nee. Aber hier ist bestimmt wieder ein neues Gebilde. Ach, okay. Ja, schön. Und der wird bestimmt auch gleich wieder aufstehen. Wahrscheinlich. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an Krang von Turtles. Der war auch in so einem Bauch drin. Quasi. In so einem Roboter. Kennst du den noch? Oh, ho, ho, ho. So, jetzt machen wir Granatwerfer gegen Granatwerfer. Ich habe aber nicht mehr so für Munition. Boah, aber sieht so gut aus. Oh, Leben wird abgezogen bei uns. Was? Bei uns wird Leben abgezogen? Wieso? Mhm. Keine Ahnung, wurde gerade Leben abgezogen. Wahrscheinlich sind wir doch nicht unverwundbar innerhalb dieser Sequenz. Heilung, Heilung, Heilung. Ich hab nicht die Hand. Wir haben Ah, shit, jetzt lädt er gerade nach. Die Dinger prallen ab. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Hm. Ja, nimm doch. Renn noch weg. Lauf, 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 genau. So, ja. Okay, vielleicht sollte ich warten, bis. Bis er alle vier verschossen hat, genau. Schieß mal. Okay, warte, ich geb dich mal hier so links. Jetzt kannst du. Doch nicht. Ja, dann schieß doch! Er wird halt nicht schießen, ne? Sobald das Objekt da zwischen uns ist. Aber denn instant, Alter. Ja, und der eine trifft natürlich, genau. Okay, warte, machen wir es mal von weiter weg. Schieß mal. So, jetzt. Nee, ach, er lädt so aber nach, Alter. Heieieiei. Ich muss auf Distance gehen und dann. Jetzt geht er selber nicht auf Distance. So, muss ich jetzt da reintreffen? Ja, exakt. Reicht einmal? Ich hoffe. Naja, also, er hat jetzt auf jeden Fall keine Munition mehr, ne? Du hast quasi direkt seinen Munitionslager gesprengt. Hallo, mein kleiner süßer Fratz. So, kann ich noch mal kurz nachladen? Ja.
Können wir diesen roten Spot da nehmen? Ihm nehmen? Oder ist er überhaupt noch da? Er ist, glaube ich, jetzt weg. Ding. So. Nimm Baby. Nimm. Nee, kann ich leider nicht nehmen. Okay. Aber kann jetzt auch daran liegen, weil ich das Baby schon in der Hand habe. Naja, letztendlich werden die Missionen jetzt gerade fertig haben. Oh, für die kleine Bienchen noch so mit die Schliffen wird. So, dann haben wir jetzt quasi ja, den zweiten. Akku voll für den zweiten. Mhm. Oder für die zweite. War da noch eine dritte auf der anderen Seite? Obwohl sie... Oh nein. Ich meine, ich würde davon ausgehen, dass das halt Progress bedeutet, wenn der hier mal weiter wächst. Ja, aber das ist nicht kein optimaler Progress irgendwie, weil natürlich jetzt, wir können weder Waffen wechseln. Ja. Wir haben auch nichts davon, tatsächlich. Nee. Wir werden einfach wahrscheinlich von diesen Symbionten aufgefressen. Stück für Stück. Oder einfach übernommen komplett. Ich kann nichts machen. Echt jetzt? Warum nicht? Haben wir das Ding mitgenommen? Ja. Aber ich kann nichts machen. Mayo, grüß dich, gesundet. Hi. Gesundet, Mayo. Nee. Ja, na, das ist ja super. Warte mal, ich geh noch mal kurz gucken. Ich bin immer irgendwie, haben es doch gerade mitgenommen, weil ansonsten wären wir ja nicht durchgekommen wegen dem Tor, weil das Tor lässt sich ja nur dann öffnen, wenn wir es dabei haben. Ja. Oder brauchen wir das woanders noch? Naja, eigentlich ist es ja naheliegend, jetzt halt auf der anderen Seite genauso zu machen. Ja, genau. Aber heißt anscheinend irgendwie, wir können es noch nicht machen. Nee, weil ich glaube auch, dass er Probleme hat wegen dem. Wegen den. Ja. So, vielleicht müssen wir uns. Was zockt ihr denn da? Scorn! Ja, wir können jetzt natürlich. Wir kommen auch nicht in den Raum zurück, um uns jetzt mal einen neuen Arm zu nehmen. Was ist denn das jetzt? Okay, hier können wir uns jetzt sofort aufmunitionieren. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Nee. Nein, können wir nicht, weil wir können nicht mehr anfassen. Och, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder was? Okay, was geht jetzt auf? Na denn? So. Okay. Dann gibt es Tor. Jetzt kommen wir in die Mitte rein. So, hier können wir aber auch nichts machen, ne? Doch, hier könnte ich was machen. Kann ich meinen Arm befreien? Bitte. Bitte befreien ihn von den Gewürzen. Oh Gott, Alter, trennt er jetzt die ganze Hand ab? Nee, tatsächlich einfach nur freigeschält worden. Schön. Schön eklig. Oh Gott. Und sieht's ja nicht gut, Alter. Ich. Muss mal gucken, ob wir da. Oh nein, Alter. Das ist sofort nachgewachsen. Ach du Scheiße. Das heißt, ich kann doch nicht mal. Nee, kann ich. Nee, das schaffen wir niemals von der Zeit her. Nee. Ja, vielleicht sollten wir dann erstmal irgendwie durch das Tor gehen, durch was sich gerade geöffnet hat, weißt du? Vielleicht finden wir noch einen anderen Weg. Ja, vor allen Dingen, ich habe auch nicht mehr, also einen Hit und ich bin tot. Ja. Aber gut. Gehen wir halt. Erstmal hier durch. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, warte mal, können wir. Ach, das bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Weil das Ding ist nicht frei und wir bräuchten dafür noch den fünften Punkt. Ja. Das ist richtig. Hier haben wir noch einen Vierer. Was haben wir hier? Oh, hier können wir nochmal die Hand. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das bringt's aber nicht. Nein. Ja, genau. Und ich sterbe. Ich wusste es! So, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo vielleicht einen coolen Checkpoint haben irgendwie. Bitte einen fairen Checkpoint.